Wo war der Typ nochmal? War das hier? Fragezeichen. Wir brauchen ja noch einen Schlüssel, ne? Boah. Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll zu suchen. So, hören wir uns das zuerst an, wenn wir schon hier in der Nähe sind. Und dann laufen wir auf die an. War das auf der anderen Seite? Ich komme ständig durcheinander hier. So. Genau, und dann Klangwalze Barockstadt. Wahrscheinlich ist das jetzt die Musik von der Barockstadt, weil wir haben jetzt Valle d'Hélène und Barockstadt. Kann das sein? Oh, cool. Hans, ich habe eine traurige Nachricht. Vater ist tot. Er ist letzten Sonntag friedlich im Schlaf gestorben. Ich fühle mich jetzt sehr einsam. Auch wenn Vater, seit du weg bist, nur noch ein Schatten seiner selbst war, so war mir seine Gegenwart doch ein Trost. Dass er mich brauchte, das stützte mich. Das Haus, die Fabrik, die Angestellten, die Kundschaft, um all das kümmerte ich mich an seiner Stelle. Heute weiß ich nicht mehr, für wen und für was ich noch kämpfen soll. Es sind schwere Zeiten und der schreckliche Krieg bringt alles aus dem Lot. Das Interesse an den Automaten hat nachgelassen. Aber die Hoffnung auf deine baldige Rückkehr, kleiner Bruder, gebe ich nicht auf. Und dann wirst du eine Fabrik vorfinden, die deines Genies würdig ist. Hab dich wohl, mein über alles geliebter Bruder, Anna. Oh, es war hier Februar 1942, stand da, ne? Auf dem Kalender. Krass. Aber cool. Solche Aufzeichnungen in Klangwalzenform. Lass mich einmal schauen. Uns fehlt nur noch eine, dann sind die hier voll. Okay. Aber hier war nichts mehr, ne? Da kommt das Mammut hin. Und das war's. Okay. Fragen wir ihn mal? Nee, können wir nicht mit dem Pulver. Und mit der Zange können wir auch nichts anfangen. Okay. War ein Versuch wert. Dann gehen wir wieder raus. Hier sind die Vögel, ne? Können wir vielleicht, weiß ich nicht, mit dem Pulver die Vögel? Nein, geht nicht. Mit der Zange auch nicht. Hätte ja sein können. Okay. Dann rennen wir hier mal entlang. Da war ja die verschlossene Tür. Ich denke nicht, dass wir da was finden werden. Gab es hier noch was? Nee, ne? Dann können wir einmal über die Brücke. Oder vielleicht ist da ja jemand. Ich gehe einfach suchen. Ich meine, ich habe ja nichts zu verlieren. Wir haben noch ganz schön was, ja, ganz schön viele Sachen, die wir noch finden müssen. Aber hier war wirklich nichts, ne? Nur diese verschlossene Tür. Ich bezweifle auch, dass die sich jetzt öffnen lässt. Gucken wir einmal. Hier kann ich wohl nicht lang. Nee. Aber bestimmt kommen wir da später hin. Ich frage mich halt, ob wir über diese eine große Mauer, wo das alles so mit Eisen zu ist, ob wir da auch noch durchkommen. Weil hier sind wir momentan immer noch an einer Stelle, ne? So, war das dann hier runter? Fragezeichen. Ich weiß es nicht mehr. Oder war das, ich glaube, hier ging es jetzt lang. War das hier zur Mauer? Ah, nee, da sind wir richtig. Huch, was ist das denn? War das schon vorher da? Was habe ich da gefunden? Ein Haken? Fragezeichen?
Okay. Ich meine, das hat sich ja jetzt schon gelohnt. Fragen wir ihn mal nach dem Pulver. Können wir nicht. Okay. Nach dem Haken? Auch nicht. Präferenzglas? Auch nicht. Dann sprechen wir ihn einfach so an. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Ich gehe nochmal hier ein bisschen. Ich war gerade bei den Rektoren. Sie haben mir gesagt, der Zug müsse umgehend den Bahnhof verlassen. Das habe ich mir gedacht. Die Vorschriften sind eindeutig und auch Sie müssen sie beachten. Es ist nie gut, Ärger mit der Universität. Ich glaube, das haben wir schon. Ninja? Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass er neu aufgezogen werden. Der Motor der Lokomotive funktioniert nicht. Ja. Und gar nichts. Ich habe das nur so gesagt. Okay. Ich fühle mich hier ein wenig verloren. Wenn Sie eine Auskunft? Hilft nicht? Okay. Alle diese Vögel. Dies ist nicht nur ein einfacher Bahnhof, mein Fräulein. Die Vögel bilden die... Das glaubt... Das Schwierigste ist... Und das war keine gute Idee. Oh, eine bedauerliche... In der Tat, ein recht egoistischer... Ja, die Fakultät... Sie haben hier einen... Ja, ein kleines Wunder, das... Warum? Aber... Warum nicht? Ach, Sie Ärmste. Ja, und die Kuckuckseier... Okay, nee, ist auch nicht. Ich werde Sie nicht länger... Willkommen. Hä? Leute... Ich check das nicht. Ah, kann ich Ihnen das Buch zeigen? Über den Pilz? Nein, kann ich auch nicht. Was ist denn das mit dem Zeitungsartikel? Auch nicht. Tagebuch. Ansonsten kann man hier auch nichts gebrauchen, ne? Gehen wir weiter. Jetzt haben wir auch noch einen Haken. Womit? Wofür brauchen wir einen Haken? Einen Haken. Vielleicht für später, für den Zug. Könnte natürlich sein, ne? Können wir da entlang nehmen, ne? Doch, wir können da lang, da gehen wir jetzt einmal lang. Ein Haken. Vielleicht können wir ja hier noch was machen. An der Schleuse. Kann man hier vielleicht irgendwas machen? Das ist wohl kaputt. Kaputt? Kann ich einen Haken anwenden? Nein. Was ist das? Sollten Probleme auftauchen, können Sie folgende Nummer anwählen. Oh! Ich muss mir das kurz aufschreiben, die Nummer. 27666742. Sag das doch gleich! Ich kann mein Telefon benutzen. So, das war 27666742. So. Da hätte ich schon eher drauf kommen können. Hier das Kontrollzentrum der östlichen Schleusen. Drücken Sie bitte die Raute-Taste. Oh, Raute-Taste. Für die Schleusen Haltenburg drücken Sie die 1. Für die Schleusen Morlov drücken Sie die 2. Für die Schleusen Koningspaß drücken Sie die 3. Für die Schleusen Barockstadt drücken Sie die 4. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Raute-Taste. Okay, die 4 müssen wir jetzt drücken. Wenn Sie den Wasserspiegel anheben möchten, drücken Sie die 1. Wenn Sie den Wasserspiegel senken möchten, ich weiß es gar nicht, will ich hoch oder runter? Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Raute-Taste. Machen wir mal 1. Senken. Sie möchten den Wasserspiegel der Schleusen von Barockstadt anheben. Anheben habe ich gedrückt. Um zu bestätigen, drücken Sie auf die Sterntaste. Auf die um Sterntaste. Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Raute-Taste. Ja, dann machen wir das mal. Heben wir das mal an. Ich frage mich, was dann der passiert. Anruf wurde gespeichert. Leider ist der regionale Techniker augenblicklich Dein Ernst. Im Urlaub und es ist kein anderer Techniker verfügbar.
Wir werden Ihrem Anruf innerhalb von maximal 48 Stunden Folge leisten. Sollte ein dringender Fall vorliegen, betätigen Sie die Schleusen bitte per Hand. Per Hand? Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Na, die sind ja schlau. Hä? Ja, aber dafür... Ich bräuchte einen Schlüssel. Brauche ich einen Schlüssel. Und da kann ich den Haken nicht anwenden. Auch nicht das Pulver. Und die Zange? Auch nicht. Hier kann man sonst nichts machen, ne? Wir brauchen einfach nur diesen Schlüssel. Na toll. Das heißt, wir sind doch nicht schlauer daraus geworden. Ich habe gedacht, wir haben was Neues entdeckt. Okay. Können wir da durch? Wir waren hier schon mal, ne? Ne, das war hier entlang. Ne, können wir nicht. Okay, hier entlang. Ja, da kommen wir von oben wieder her. Gehen wir einmal wieder hier entlang. Jetzt habe ich ganz vergessen, wo wir eigentlich jetzt hin wollten. Fragezeichen. Neue Items bekommen, mit von denen ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Hier haben wir das Ehepaar. Kann ich hier was mitnehmen? Nee, ne? Aber ich kann die ja nochmal ansprechen. Vielleicht gibt es neue Optionen. Heo! Schiff! Heo! Grüß Gott, schönes Fräulein! Mein Mann sagen, guten Tag, junge Frau! Ja, da hat sich nichts getan, ne? Ich habe gerade mit den Herren der Universität gesprochen. Sie wollen, dass ich meinen Zug... Wir von Zug nix ge- Ihre Solidarität... Es hat mir schon... Ich habe ein kleines Problem mit meinem Zug. Schleusen... Aber wenn die Schleus... Ja, mit dem Geld. Das ist aber nicht sehr korrekt, meine Situation auszunutzen. Service! Wie bitte? Mein Mann sagen, Geld brauchen für Leben. $100, nicht... Wie wollen Sie denn das wissen? Ich muss jetzt... Okay. Hier gibt es also nichts Neues. Kann ich denen was geben? Einen Haken? Nein. Pulver? Auch nicht. Zange? Auch nicht. Okay. Warum habe ich Items, mit denen ich nichts anfangen kann? Ich überlege gerade für den Automaten. Soll ich nochmal zum Automaten gehen? Und da ausprobieren, ob ich da vielleicht einen Haken irgendwo befestigen kann? Gehen wir da mal hin. Der eine hat ja gesagt, er ruft mich an, wenn er soweit ist. Mit seiner Vorlesung. Nochmal hier hin. Vielleicht kann ich den Haken... Wofür könnte ich den Haken benutzen? Das Teil hier klemmt. Es klemmt. Kann ich den Haken benutzen? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier zwar auch nicht. Das Pulver auch nicht. Reagenzglas? Nee, auch nicht. Das Ei kriege ich hier auch nicht raus. Das Teil hier klemmt. Nee. Raus hier. Muss ich wieder überlegen. Wir haben Pulver, Haken, Reagenzglas. Aber ich wüsste es nicht. Soll ich es gleich nochmal probieren, an die Mauer zu gehen? Guten Tag. Hallo. Dem kann ich das auch nicht vorzeigen, ne? Nee. Vielleicht kann ich ja in der Bibliothek irgendwas mit dem Haken oder so machen. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen.
Okay, Frau, geh wieder rein. Wir werden jetzt alles abklappern. Wir müssen etwas übersehen haben. Definitiv. So wie mit der Schleuse, mit der Telefonnummer. Es hat mich zwar jetzt nicht wirklich weitergebracht, aber ja, trotzdem. Warte mal, nee, hier geht sie ja direkt hoch, ne? Da wollen wir aber nicht lang. Wir gehen erstmal hier links entlang. Und einmal hier rein. War nicht hier die Bibliothek oder war das, wo diese Reaktoren, wollte ich schon sagen. Ja, hier ist die Bibliothek. Gehen wir erstmal hier rechts rum. Oh, da ist jemand. Da ist sie. Das geht doch. Wieder was Neues hier. Den sprechen wir jetzt mal an. Guten Tag. Psst. Reden Sie doch leiser. Mhm. Entschuldigen Sie, aber ich dachte mir, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Was studieren Sie denn? Das geht Sie nichts an. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich mich jetzt gerne konzentrieren. Gleich beginnt die Vorlesung von Professor Pons. Professor Pons, sagen Sie? Würden Sie mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Professor Pons? Wer ist denn Professor Pons? Können wir ihm hier nichts geben? Nein. Und ein Buch vielleicht? Das Lexikon. Auch nicht. Oh, was könnten wir ihm geben? Zeitungsartikel? Auch nicht. Nochmal ihn Guten ansprechen. Tag. Entschuldigen Sie, was ist das? Professor, würden Sie mich... Professor Pons. Wobei, vielleicht müssen wir ja gleich in diesen Vorlesungssaal. Vielleicht ist dieser Professor Pons dort. Das wäre doch auch was. Aber immerhin hat sich hier was getan, also bin ich ja hier nicht umsonst. Das ist ja schon mal gut. Gut zu wissen. Hier ist nichts. Gehen wir weiter. Wir machen eine Runde, gehen dann in die Mitte und danach gehen wir zum Vorlesungssaal. So. Gibt es hier etwas? Noch einmal hier alles abklappern. Zack, 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 zack. Hier ist nichts. Hier können wir einfach durchrennen. Hier ist auch kein neuer Mensch oder so. Na komm schon, Mädchen, lauf einfach durch. Okay, da war nichts. So, kann ich vielleicht hier jemanden ansprechen? Sieht nicht danach aus, ne? Aber den hier. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich Sie mal kurz stören? Nein. Sie könnten ruhig ein bisschen freuen. Und Sie? Okay, das war dieser unfreundliche Typ. Dem kann ich auch nichts geben. Nee. Und das Buch vielleicht? Auch nicht. Okay, das hilft uns alles nicht weiter. Können wir das... Die Lampe scheint kaputt zu sein. Aber okay, es ist nicht unser Problem. Wir sind nicht der Hausmeister. Wir gehen jetzt hier einfach raus. So. Und versuchen es nochmal hier. Da war ja eine Tür, die verschlossen ist, ne? Diese Tür. Ist immer noch zu? Hä? Die ist geöffnet? Oder sind das hier diese Rekruten, die hier sitzen? Ah, Tatsache. Versuchen wir es. Können wir denen was geben? Nein. Haken? Nein. Reagenzglas? Nein. Buch? Auch nicht. Okay. Aber ansprechen können wir die. Meine Herren, ich... Ein kleines... Die behält... Und auch die... So, schauen wir einmal. Können wir die auf die Vögel der ansprechen? Der Volierenbahnhof ist... Er ist... Wir haben hier übrigens ein paar... Erinnern Sie sich an... Oh, ein... Ja. Das hatten wir schon, ne? Kann ich meinen Zug noch... Das erlebt ein... Nee. Wir reden... Wir sind... Ich... Nee, nichts Neues. Wir können nichts mit denen machen. Wir gehen jetzt zum Vorlesungssaal. Das war ja der Plan. Vielleicht gibt es ja diesen Professor Pons, den der erwähnt hatte. Der Vorlesungssaal war, glaube ich, oben, ne? Kann das? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Weil rechts war ja dieser andere Professor und das Labor.
Gehen wir hier mal hoch. Ja, hierhin wollte ich. Na? Der pennt immer noch, der Typ. Gehen wir mal hier rein. Aber hier gibt's nichts. Nichts, was wir anklicken könnten. Nichts, was wir machen könnten. Nee. Vielleicht müssen wir da später hin, wenn der eine Typ die Vorlesung hält. Und hier gab es ja noch ein Zimmer, das abgeschlossen war, ne? Das hier. Ist das jetzt offen? Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Kann ich da vielleicht mit dem Haken was machen? Nee. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Oh. Verzweiflung. Okay, Haken, Reagenzglaszange. Yangala-Pulver. Den Typen konnte ich auch nicht ansprechen. Der pennt. So, wo können wir noch hin? Moment, gab es da noch einen anderen Weg? Hier entlang? Nein, ne? Ich bin ein bisschen paranoid, weil ich das eine Mal ja einen ganzen Raum ausgelassen habe, ne? Ich schaue noch mal da, wo der andere Professor stand, hier rechts. Ob man da noch was machen kann, ob ich was übersehen habe. Also hier entlang. Nee, ne? Hier. Oh, geht es hier noch lang? Da konnte ich gerade was anklicken. Hier. Ach, da geht's nur nach unten. Okay. Zurück. Kann ich jetzt hier rein? Das bringt nichts. Es ist auch verriegelt. Kann ich was anwenden? Nee, ne? Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Einmal hier entlang. Wieder dahin. Dann sind wir wieder im Labor. Aber hier schien es ja so, dass ich schon alles geholt habe, was zu holen ging. Hier hatte ich wirklich nichts mehr. Nee. Zurück. Hier auch nichts, hier auch nichts. Können wir nur hier hingehen.